Trainer, war das Beste an der Absage des Dresden-Spiels, dass man es noch erfahren hat, bevor man sich auf den Weg gemacht hat? Ja, das ist mit Sicherheit immer von Vorteil, wenn man dort ist und muss dann wieder abreisen. Das hat sicherlich dann noch mehr Nachteile. So war es ärgerlich. Wir waren in der vollen Vorbereitung drin, haben alles schon geplant, mussten dann zurückrudern und haben uns jetzt eben dann dementsprechend auf den nächsten Gegner vorbereitet. Sprichst die Gegnervorbereitung an, wie viel Flexibilität ist dann gefragt, was dann sozusagen Trainingseinheiten, heute zum Beispiel fand das Training dann auch wieder in der Britta Arena statt, wie viel Flexibilität ist da gefragt? Ja, viel, aber das haben ja auch alle. Ja, im Moment ist, glaube ich, ganz Deutschland unter einer Schneedecke oder zumindest eingefroren. Ja, das heißt, die Plätze hart sind, da musst du ausweichen, entweder auf dem Kunstrasen oder eben auf einem Platz, der beheizt ist. Ich denke, bei den Bundesligisten ist es ein bisschen besser, bei den Drittligisten ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, wir haben zum Glück den Vorteil, dass wir in die Britta Arena ausweichen können und dort dann auch unsere Trainingseinheiten abwickeln können. Deswegen sind wir da sicherlich ganz gut aufgehoben, aber Flexibilität brauchen wir immer. Wie gestaltet sich derweil die Personalsituation vor dem Hintergrund, dass man ja zu Regenerationsmöglichkeiten jetzt noch etwas mehr Zeit hatte? Ja, die kleineren Wehwehchen, die bis Dresden sicherlich ein bisschen schwieriger geworden wären, die haben sich auskuriert. Alles andere ist genauso wie vor dem Dresden-Spiel. Das heißt, dieser Kader, den wir damals schon genannt haben, wird uns auch jetzt wieder zur Verfügung stehen. Von dem von dir am Dienstag angesprochenen Quartett, das auch wieder sich zurück im Mannschaftstraining gemeldet hat, wäre da jeder schon bereit, eine Position im Kader einzunehmen oder wäre das bei dem einen oder anderen noch zu früh? Ja, für diejenigen war es natürlich schon gut, dass wir das Spiel nicht hatten, ja, und sie direkt im Endeffekt fast auf den Platz gemusst hätten, ohne Trainingseinheit groß oder ohne viel Mannschaftstraining. Ja, jetzt haben sie nochmal 3-4 Tage mehr. Das nützt natürlich bei sowas sehr, sehr viel und stehen auch alle zur Verfügung. Natürlich muss man immer bedachten, dass der eine vielleicht erst 3 Wochen raus war oder nur 4 Wochen raus war und Wutzi zum Beispiel 5 Monate oder 4 Monate, ich weiß nicht genau, wie viel war, aber mehrere Monate Ausfallzeit hatten. Und das ist natürlich dann auch nochmal ausschlaggebend, wie fit oder wie bereit einer ist für die nächste Partie. Welchen Eindruck hast du von Waldhof Mannheim in der Entwicklung bekommen? In der Hinrunde gab es ja gegen die Mannschaft die erste Saisonniederlage. Ja, Waldhof hat sich klasse entwickelt, haben wir kurz eine Schwächephase gehabt im Verlauf der Vorrunde, gegen Ende der Vorrunde. Aber insgesamt haben sie sich sehr, sehr gut entwickelt, haben einen klasse Job dort gemacht, haben eine gute Mannschaft zusammengestellt nach dem großen Umbruch im Sommer. Ist eine sehr, sehr aktive Mannschaft, eine sehr, sehr handlungsschnelle Mannschaft, eine Mannschaft, die immer in Richtung Tor spielt, auch eine gute Torquote hat, eine gute Chancenquote hat. Da hätten sie sicherlich auch das eine oder andere mehr verwerten können, das kennen wir auch ganz gut. Deswegen wird es sicherlich ein sehr, sehr interessantes Spiel mit einem hohen Tempo und ich gehe mal davon aus, auch mit einigen Chancen. Am Samstag bist du auf den Tag genau seit 4 Jahren dann im Amt. Über den Rekordtrainer Rüdiger Rehm haben wir schon gesprochen. Jetzt hast du dann sozusagen auch die 4 Jahre vollgemacht. Hat man dann in diesen Tagen nochmal Zeit, darüber nachzudenken? Oder ist es eigentlich eher etwas, worauf man dann von anderen wie Journalisten angesprochen wird? Ja, da wird man eher von anderen darauf angesprochen. Wobei, wenn man dann so dran denkt, dass es 4 Jahre sind, dann ging die Zeit brutal schnell rum. Ja, wir haben unheimlich viel erlebt, ja, viele positiven Seiten, auch was Negatives. Und das gehört eben auch zum Leben dazu, vor allem, wenn man über so einen großen Zeitraum dann miteinander arbeitet, dann gibt es eben sowohl positive als auch negative Seiten. Aber die 4 Jahre gingen wirklich sehr, sehr schnell rum und trotzdem bin ich natürlich auch sehr, sehr stolz, seit 4 Jahren der Trainer des SVW in Wiesbaden zu sein. In den letzten 2 Wochen hat ein Viertel aller Drittligatrainer, nämlich 5, ihren Job verloren, beziehungsweise es gab einen Wechsel auf der Trainerposition. Zeigt das, wie, ja, sagen wir mal, dass man in Richtung Zielgerade, wenn auch erst mit Rückrunden beginnen, aber trotzdem in Richtung Zielgerade, ist insgesamt etwas emotionaler wird, will ich es mal nennen, oder wie würdest du es einschätzen, weil 5 in 2 Wochen ist ja schon eine Hausnummer. Ja, das muss jeder ein bisschen für sich setzen. Die Vereine haben die Entscheidung getroffen. Da muss man das schauen. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen zurückreflektieren kann, ich weiß nicht, wie viele Trainer in diesem Jahr beurlaubt worden sind oder freigestellt worden sind. So viel Erfolg hat es bei vielen Vereinen dann nicht gebracht. Ja. Und das ist halt immer das. Ein Trainer wird immer an Erfolgen gemessen, an Ergebnissen gemessen. Aber man braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, um eine gewisse Philosophie reinzubringen, um eine gewisse Struktur reinzubringen, um vielleicht auch andere Dinge aufzuarbeiten.
das geht nicht innerhalb von 3-4 Monaten, ja, sondern da braucht man einfach seine Zeit. Und selbst ein Jahr ist da wenig, ja, wenn man den Kader nicht selber zusammengestellt hat. Deswegen wünsche ich mir natürlich auch von vielen Vereinen ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Gelassenheit oder ein bisschen mehr Weitsicht und nicht immer nur diesen kurzfristigen Moment, wenn mal 2-3 Spiele nicht so funktionieren, ja, sondern dann eher zusammenpacken, gucken, was hat nicht funktioniert, was kann man verbessern. Ja, und das müssen die Vereine im Endeffekt auch dann feststellen. Das haben wir hier sehr, sehr gut gemacht. Ja, in den Phasen, wo es nicht gut gelaufen ist, haben wir gemeinsam analysiert, aufgearbeitet und versucht, es besser zu machen. Und ich glaube, dass wir insgesamt auf einem immer noch sehr, sehr guten Weg sind. Ja, jetzt nach 4 Jahren können wir schon sagen, dass wir den Weg eingeschlagen haben, den wir auch wollten oder den wir auch wollen. Und wir müssen jetzt eben gucken, dass wir das weiter erfolgreich gestalten. Aber das bleibt nicht aus, dass mal das eine oder andere Spiel deswegen trotzdem negativer ausgeht als die anderen. Ja, weil die Gegner spielen ja auch mit Fußball und sie sind ja auch nicht so blöd und lassen uns die Spiele gewinnen, sondern die werden schon auch alles dagegen setzen, um uns zu schlagen. Und deswegen wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Gelassenheit bei den Vereinen und klare Strukturen. Waldhof Mannheim war bis zur Derby-Niederlage gegen Kaiserslautern das erfolgreichste Team nach der Winterpause. Was erwartest du für eine Partie, sowohl unter Berücksichtigung des Gegners und natürlich auch der Rahmenbedingungen, sprich Platzverhältnisse? Was wird das für eine Partie und worauf wird es aus deiner Sicht ganz besonders ankommen? Ja, ich denke, dass die Platzverhältnisse hoffentlich einigermaßen okay sind. Ja, ich habe einen sehr, sehr guten Platz gesehen gegen Kaiserslautern beim letzten Spiel vor einer Woche. Ja, natürlich ist jetzt ein bisschen Frost und Eis und auch ein bisschen Schnee dazugekommen. Ich hoffe, dass die Rasenheizung dementsprechend gut läuft und an ist, so wie sie bei uns hier auch an ist. Dann ist der Rasen in dementsprechend ordentlichen Zustand. Dann kann man auch gut Fußball spielen drauf. Und dass dann die Zufahrtsstraßen oder sonst irgendwas weiß sind, das ist für uns jetzt nicht ganz so wild. Also die Rahmenbedingungen, denke ich, werden passen und könnten passen. Ja, ich hoffe, dass der Platz, wie gesagt, ganz normal bespielbar ist. Und die Art und Weise, wie man im Spiel, das habe ich vorhin schon erwähnt, die wird sehr, sehr aktiv sein und es wird eine sehr intensive Partie werden, weil Waldhof auch sehr, sehr gerne nach vorne spielt, wir auch. Also von daher gibt es sicherlich ein offensives Spielchen mit der einen oder anderen Chance und wir hoffen, dass wir mehr machen. Dankeschön. Bitte.